Chris Hemsworth, der Mann, auf den wahrscheinlich jede Frau auf diesem Planeten einen Crush hat. 1,90 Meter pure Power und sein Körper sieht aus, als hätte ihn ein Bildhauer erschaffen. Für seine Rolle als Thor musste er unglaubliche 18 Kilogramm reine Muskelmasse in nur 5 Monaten aufbauen. Aber das war nicht nur das Training, sein Erfolgsgeheimnis, die perfekte Ernährung. Und vielleicht noch etwas Special Juice. Was ist also ein Gott? In diesem Video schauen wir in die Ernährung rein, die Chris Hemsworth zu einem echten Superhelden gemacht hat. Es wird Zeit, lasst uns anfangen zu essen wie ein Gott. Okay. Vielleicht ist der Hammer ein bisschen kleiner als von Thor. Vielleicht bin ich etwas kleiner als Thor. Aber das Ganze soll uns nicht aufhalten, so zu werden wie Thor. Die Ernährung von Chris besteht aus 7 Mahlzeiten am Tag, die clever strukturiert um das Training sind. Schau das Video bis zum Schluss, um keine einzige Mahlzeit zu verpassen. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Eduard. Ich bin einfach nur ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Viel Spaß mit dem Video. Ihr werdet nicht glauben, wie viel Kalorien der Typ an einem Tag in dieser Vorbereitung gegessen hat. Aber das erfahrt ihr natürlich am Ende dieses Videos. Damit er die noch unbekannte Anzahl an Kalorien auch erfüllen kann, arbeitet er gut und gerne mal mit Shakes. Deswegen gibt es als erste Mahlzeit einen Shake. Und für den Thor-Shake brauchen wir nichts Geringeres als Haferflocken, Bananas, Honig, ein bisschen Whey und, ja genau richtig, Spinat. Und nicht zu vergessen natürlich noch ein bisschen Mandelmilch ohne Zucker. Ne? Er benutzt gerne Mandelmilch, Hafermilch, sowas. Er hat sehr oft davon gesprochen in den Interviews. Er hat nicht so oft was von normaler Milch gesagt. Jetzt wurde das Ganze in den Mixer gehauen und superheldenmäßig zu einer Masse vermixt. Der Shake ist ready. Er Shake-Smoothie. Ja, Mann, Chris Hemsworth ist ja auch dafür bekannt, dass er auch so healthy ist mit so Smoothies hier, Smoothies da und so. Und das siehst du auch in seiner Ernährung, ja? Ich würde sagen, wir gehen da jetzt rein und probieren das Ganze. Schmeckt geil. Ich liebe so Shakes. Das erinnert mich auch ultra an meine Massephase damals. Da habe ich extrem viel mit so Shakes und so gearbeitet, weil das einfach die einfachste Art ist, Kalorien schnellstmöglich in deinen Körper zu bringen. Schneller geht's eigentlich fast gar nicht. Hier haben wir noch ein bisschen Spinat, deswegen die grüne Farbe. Sieht vielleicht ein bisschen unappetitlich aus, aber sind auch sehr viele gute Inhaltsstoffe drin, die auch sehr gut für deine Verdauung sind. Also schon smart, sowas zu machen. Ich würde sagen, das Ganze exze ich gleich weg, während ich lerne. Und dann kommen wir schon zur nächsten Mahlzeit. Wir müssen uns nämlich ranhalten. Es ist fast 2 Uhr und das ist erst die erste Mahlzeit mit knapp 800 Kalorien. Wir haben noch eine Menge vor uns. Ah, und bevor ich es vergesse, hier blende ich dir nochmal die Nährwerte ein. Falls du Schwierigkeiten dabei hast zuzunehmen, würde ich dir ans Herz legen, solche Masse-Shakes auszuprobieren. Die sind super schnell und einfach gemacht, gehen extrem easy leicht runter und die kannst du neben dem Lernen oder neben dem Zocken einfach trinken. Du sparst dir Zeit und hast gute Kalorien. Win-win. Erste Lernsession ist durch. Der Shake ist auch weg. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt auch null satt oder null voll irgendwie. Ich kann jetzt weiter essen. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass ich so lange Diät gemacht habe und jetzt einfach so eine ganz kleine Essstörung habe, dass wenn ich anfange, einfach nicht mehr aufhören kann zu essen. Daran muss ich auf jeden Fall arbeiten, aber nichtsdestotrotz kommen wir zu Meal Numero Dos. Und fertig ist die nächste Mahlzeit. Also, was haben wir hier? Als Kohlenhydratbasis ein bisschen Wildreis. Fand ich auch krass, dass er Wildreis isst und meistens nicht so normalen Reis in seiner Vorbereitung. Dann haben wir hier ein bisschen Gemüse, ja. Und dazu noch so eine schöne, fette Keule. Esse ich auch viel zu selten. Meistens immer nur so Hühnchenbrust. Eigentlich liebe ich sowas. Wir lassen uns das Ganze jetzt schmecken. Ich hoffe mal, ich habe das Hühnchen gut hinbekommen. Hoffentlich ist es saftig. Erster Bite. Brutal. Boah, ich liebe das einfach. Heiß, Wildreis ist okay, ein bisschen trocken, ja, stopft schon. Ich glaube, es wird trotzdem hart, auf seine Kalorien zu kommen. Das Heftige ist auch, wenn die Haut noch so oben so richtig knusprig ist und so. Dann nimmt ihr das so, ein bisschen Fleisch, Kombination mit Reis, ein bisschen Gemüse. Heftig. Ah ja, und ich, das vergesse zu sagen, natürlich wirst du nicht so aussehen wie er, wenn du so isst wie er. Guck mal, das ist ein Typ, er ist extrem groß, er macht auch extrem viel Sport am Tag so. Das wäre für die meisten von euch, ja, wären das viel zu viele Kalorien. Das Video dient natürlich zur Unterhaltung und dass du siehst, was Superstars so in ihrer Vorbereitung auf Filme essen. Weil es ist auch nicht immer ganz einfach. Man denkt so, er ist Schauspieler, dies, das, aber dahinter steckt schon verdammt viel Arbeit. Für mich wird das auch viel zu viel sein, aber freue mich schon extrem darauf. Ich werde die Mahlzeit jetzt wegmampfen, Zeitraffer ab dafür. Und ich muss auch wirklich sagen, diese Mahlzeit hat bis zum letzten Bissen echt gut geschmeckt. Und der Teller ist leer, das Essen wurde verdrückt. Ich fühle mich eigentlich relativ gut, ich fühle mich jetzt nicht zu voll. Ich fühle mich angenehm und ich könnte natürlich noch ein bisschen mehr essen. Und um ehrlich zu sein, muss ich das Ganze auch, sonst kriege ich die Kalorien gar nicht rein. Also sehen wir uns direkt bei der nächsten Mahlzeit, Mann. And now we're gonna make the Chris Hemsworth salted caramel shake. We need some oats, a little bit vanilla whey protein, of course some dates for the caramel taste, and don't forget the salt, my bruh. Last but not least, we're gonna finish it with some almond milk. Entschuldige mich für die Videoqualität, ich musste gerade auf mein Handy switchen, weil die Cam gerade laden muss. Nichtsdestotrotz, das Ding ist ready, ich bin gespannt, wir probieren das Ganze, weil ich glaube nicht, dass da dieser Salted Caramel Effekt rüberkommt. Ne? Als ich das Video geguckt habe, habe ich mich so gefragt, okay, kann nicht sein, dass es gut schmeckt. Aber wir probieren. Boah, doch, Mann.
Das schmeckt ultra heftig. Alter, das ist wie so eine Süßigkeit. Alter, die Datteln, die geben wirklich so eine Karamellnote. Und mit dem Salz ist es wirklich wie so ein Salted Caramel, wie so Salted Caramel Ice Cream. Nur nicht als Ice Cream irgendwie schon flüssig geschmolzen. Keine Ahnung, Mann. Aber schmeckt geil, Alter. Gefällt mir. Diesen Shake benutzt Chris Hemsworth sehr gerne auch als Pre-Workout-Shake. So machen wir das Ganze auch und gehen gleich zusammen ins Gym. Und guck mal, wenn du was erreichen willst, wie zum Beispiel abzunehmen oder einen guten Körper, schau mal, was ich gerade anhab. Das ist so ein scheiß Anti-Regenanzug, weil draußen regnet es wie aus Eimern. Aber ich muss halt ins Gym auf dem Fahrrad, weil ich habe gerade kein Auto mit den Öffis. Dauert das auch viel zu lange und mit dem Fahrrad ist einfach die beste Wahl. Es gibt immer einen Weg so, weißt du, und der ist vielleicht mal ein bisschen härter und ein bisschen steiniger, aber wenn du bereit bist, den zu gehen, dann wirst du auf jeden Fall erfolgreich sein. Man muss manchmal einfach beißen. Ich habe jetzt auch absolut keinen Bock, in diesem scheiß Wetter zu fahren. Ist einfach lustig, weil ich habe das die ganze Zeit gesagt, dass in München gutes Wetter ist und so, dass wir da Glück haben mit der Sonne und seitdem ist hier gar nichts. So feucht wie die Frauen bei Thors Anblick werden, bin ich im Gym angekommen und es ging für mich in das Workout von Chris Hemsworth. Dieses besteht aus 8 Übungen und hat es wirklich in sich. Denn jede Übung wird in 3 Sätzen mit 8 bis 12 Wiederholungen ausgeführt. Übung Nummer 1 für den Bizeps sind die ganz normalen klassischen Langhantel-Curls. Danach folgen die Skull Crusher, auch eine völlig basic Übung für den Trizeps. Anschließend wird der Bizeps wieder mit den Preacher Curls auseinandergenommen. Warum auch immer kamen danach wieder Skull Crusher, aber mit Kurzhanteln und anschließend Hammer Curls. Der Trizeps wurde dann mit Thrice Ropes gefinished und man hatte auf jeden Fall einen ordentlichen Pump danach. Chris trainiert zusätzlich noch Unterarme und hat dafür diese Übung einmal im Obergriff und Untergriff benutzt. So, Mann, Training ist durch. Ich bin auch durch. Es geht jetzt durch den Regen wieder zurück. Es regnet einfach immer noch. Es sind jetzt knapp 3 Stunden oder so vergangen und es hat einfach nicht aufgehört zu regnen. Heute den ganzen Tag einfach. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Du wirst mir nicht glauben, ich habe wirklich wieder extrem Hunger und ich freue mich extrem auf die nächste Mahlzeit. Und eigentlich sind das 2 separate Mahlzeiten, aber ich würde sagen, bereite das jetzt einfach alles zu. Ich hau das alles auf einmal weg, sonst packe ich das zeitlich nicht. Wir haben schon 12:30 Uhr morgens und wir müssen einfach Gas geben, Leute. Der Airfryer ist schon am Arbeiten. Während ich die große, vollwertige Mahlzeit zubereite, snackt Chris Hemsworth auch gut und gerne mal was zwischendurch, wie auch direkt nach dem Training. Da gibt es nämlich so einen Hüttenkäse, ja, Königer Frischkäse, auf Englisch glaube ich Cottage Cheese, mit ein bisschen Nüssen drin, also 20 Gramm insgesamt, 10 Gramm Mandeln, 10 Gramm Walnüsse. Dazu mag der gute Alde auch gerne Joghurt. Da habe ich mir hier Haselnuss ausgesucht. Ich denke mal, er wird damit zufrieden sein. Und noch eine Banane. Das Ganze mampfen wir uns rein. Zeitraffer ab dafür. Das Meal ist jetzt verputzt, ja, hier als Beweis. Das ist leer, das ist leer. Die Banane ist leer. Jetzt muss ich schnell in die Küche nach dem Fleisch schauen. Die 2 Mahlzeiten sind fertig. Wir haben hier einmal so eine Portion mit 500 Gramm Süßkartoffeln, knapp 300 Gramm Lammfilet und ein bisschen Gemüse dazu, Spinat. Das ist eigentlich eine Mahlzeit, das isst er nicht zusammen. Aber weil wir hier irgendwie schon 1 Uhr morgens gerade haben und ich das nicht gebacken bekommen habe, gibt es die nächste Mahlzeit, ja, sein Meal Nummer 2, was so vollwertig ist, auch noch hinterher. 250 Gramm Lachsfilet mit bisschen Spinat und Pilzen. Feier ich gar nicht, das wird für mich eine Qual. Wir haben hier insgesamt ein sehr großes Volumen, auch eine Menge Kalorien, eine Menge Protein und auch sehr viel Fett. Und ich mache mich jetzt auf in die Schlacht, genauso wie Thor es tun würde. Aber bevor die Schlacht so richtig im Zeitraffer losgeht, machen wir kurz einen Taste-Test. Also erstmal das, was ich am wenigsten mag, damit das Beste zum Schluss kommt, von den Pilzen. Nee, ist nicht meins. Aber ich atme das trotzdem weg, weil ich muss ja auch den Hammer heben können. Jetzt was vom Lammfilet gemischt mit der Süßkartoffel. Ich liebe Süßkartoffeln, auch eine super, super Carbquelle, auch in der Diät, by the way. Also, falls ihr abnehmen wollt, greift zu Carbquellen, die ein hohes Volumen haben, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Süßkartoffeln. Rein damit. Richtig zart das Fleisch mit der Süßkartoffel zusammen. Bisschen Spinat noch. Es ist sehr lecker, wirklich. Aber es wird trotzdem ein Kampf. Und zu guter Letzt probieren wir noch ein bisschen vom Lachs. Ich hoffe, der ist durch, weil der war nur 20 Minuten im Airfryer. Oh ja, der ist schon sehr gut durch. Ist auch oben schön knusprig. Es schmeckt gut, es ist halt einfach ultra viel. Aber hilft dir nichts. Zeitraffer ab dafür. Die Mahlzeit hat bis auf die Pilze nichts zum Wünschen übrig gelassen und war somit ein echter Gaumenschmaus. Ganz kurz Zwischenbericht, wir sind fast fertig mit der Mahlzeit, nur noch ein bisschen Lachs, ja die Pilze, ultra der Endgegner für mich, diese Kackpilze, Alter, jeden Pilz, den ich runterschlucke, Alter, da muss ich fast würgen, ey, ohne Scheiß. Dann haben wir hier Lammfilet fast leer gegessen. Ist halt sehr gutes Fleisch, geht runter wie Butter und Süßkartoffeln mit dem Spinat. Gerade schaue ich so ein McDonald's-Video von Franklin, wie er da so Sachen probiert. Falls ihr Bock habt, dass ich sowas auch mal mache, das stand auch mal auf meinem Plan. Schreibt es gerne in die Kommentare oder auch gerne für Videoideen, bin ich immer offen. Ihr habt schon ein paar Dinge reingeschrieben, ich freue mich immer extrem und könnt auch die Zeit gerade nutzen, um Like da zu lassen. Wir machen jetzt weiter. Ich zog also wieder in die Schlacht, um meine 2 Gegner zu vernichten und der Sieg ging an mich. Nein, nicht dieses Boah, sondern das Boah, dass wir alle
die beiden Teller leer haben, Mann. Junge, ich bin auch schon gut satt. Ich hoffe, das geht nach dem Training direkt in den Ärmel. Aber das war noch nicht alles. Es kommt jetzt das, worauf ich mich auch schon den ganzen Tag gefreut habe. Nämlich noch ein bisschen Nachtisch. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich bin ultra voll. Also ich bin schon sehr gesättigt. Aber jetzt irgendwie, ich bin auch so ultra glücklich. Ich habe die ganze Zeit so ein Lächeln im Gesicht. So ein Food High ist das gerade. Tut gut, Mann. Tut gut. Und das, um dieses Food High gut abzuschließen, gibt's noch das, was Chris Hemsworth auch sehr gerne snackt. Wenn du so isst wie Chris, da brauchst du auch einen persönlichen Koch, weil wie viel Zeit das schon in Anspruch nimmt, die ganzen Meals zu kochen. Das sind ja extrem viele Meals mit viel Kalorien so. Und dann auch immer wegräumen, immer sauber machen, dies, das. Ist ja schon ein Viertel vom Tag weg, ohne Scheiß. Aber wie sich das für ein Snack gehört, wird das natürlich nicht am Tisch gegessen, sondern auf der Couch. Müdigkeit kickt rein nach dem Essen, dieses Trägheitsgefühl, aber der Snack wird jetzt verputzt. Also, bist du jetzt bereit für das Chris Hemsworth Dark Chocolate Peanut Butter Date Sandwich? Ja, das ist jetzt irgendwie so eine ausgedachte Eduard-Sache, aber egal, ich zeige euch das Ganze. Der Chris, aka Thor, aka Handsome Jacked Mofo, den jede Frau irgendwie sexy findet, snackt gerne zwischendurch. Und jetzt kommt's: dunkle Schokolade mit Datteln und das Ganze getoppt von etwas Erdnussmus. Wir basteln uns jetzt so ein Sandwich und hauen ordentlich rein. Ich habe das Ganze jetzt so gehandhabt, dass ich die Datteln schön nebeneinander gelegt habe. Die kuscheln jetzt zusammen, ja, denen geht's gut. Und gleich kommt noch ein bisschen Peanut Butter oben drüber. Dann müssen die Datteln auch nicht frieren. Dann haben die so eine schöne Erdnussbutterdecke oben drüber, Mann. So, zack und zack. Der Chris Hemsworth Snack. Der kleine. Boah, das ist eine heftige Kombi. Brutal. Wirklich. Heftig. Und es ist ja auch gar nicht so ungesund. Es hat viele Kalorien, weil die dunkle Schokolade halt viel Fett hat, aber enthält auch viele Bitterstoffe und ist auch relativ gesund im Vergleich zu anderen Süßigkeiten. Dann haben wir Datteln, Natural Sweetness und dann haben wir noch Peanut Butter oder besser gesagt Erdnussmus. Sehr viele gute Fette. Ja, Mann, wir gehen jetzt nochmal rein. Ganz ehrlich, bevor ihr euch irgend so eine Scheiße gönnt, Junge, bastelt euch doch einfach sowas. Holt ein bisschen dunkle Schokolade, ein bisschen Erdnussmus. Besteht zu 100% aus Erdnüssen, glaube ich. Ich hoffe es. Einfach ein paar Datteln. Dann habt ihr einen gesunden Snack, der auch noch richtig geil schmeckt. Natürlich müsst ihr gucken, dass ihr das nicht jeden Tag so macht. Weil wenn ihr jeden Tag so euch Snacks gönnt, dann seid ihr irgendwann im Überschuss. Und dann werdet ihr einfach fett mit der Zeit. Und das wollt ihr ja nicht. Ich gönne mir jetzt das letzte Stück noch. Und dann sehen wir uns beim Fazit. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir kommen zum Fazit. Und ich meine, ein Tag ist okay. Auch für mich so. Ich bin Gymbro. Ich kann gut essen. Mit dem Blick in die Tracking-App haben wir knapp 4700 Kalorien. Zusammengesetzt aus 402 Gramm Kohlenhydrate, 344 Gramm Eiweiß und 172 Gramm Fett. Und jetzt mal Real Talk. Also 4500 bis 5000 Kalorien, das war so das, wie seine Ernährung tagtäglich ausgesehen hat, ja? Und ja, der Typ ist 1,90 Meter groß und er ist massiv. Aber ich glaube, es ist ihm trotzdem teilweise schwer gefallen, so viel jeden Tag zu essen. Für mich war das jetzt kein Problem, einen Tag so zu essen, aber über 5 Monate wäre das schon extrem heavy. Vor allem gestern war noch das Problem, dass ich so eine riesengroße Mahlzeit vorm Schlafen hatte und ich muss euch sagen, ich habe extrem schlecht geschlafen. Oh, bevor es jetzt noch schlafen geht, Junge, schaut euch mal meinen Bauch an, ey, als wäre da ein Baby drin. Ist ja echt geisteskrank. Boah, Junge, was ist das, Alter? Ich fühle mich auch richtig voll, ey. Nicht so einfach, ja, und das ist auch eine Sache der Disziplin, aber Regeneration ist auch extrem wichtig und da sollte man schon drauf achten. Ansonsten waren die Mahlzeiten natürlich ultra lean. Es ist ein verdammt großer Unterschied, ob du diese 5000 Kalorien lean isst oder ob du die halt mit nur fettreichen Mahlzeiten wie so Burger und Pizza, dann ist das ja voll easy, das hochzukriegen. Aber das war ja wirklich fast komplett lean. Natürlich, wir hatten da ein bisschen Joghurt und so Zucker, ein bisschen fettiger, extrem ausgewogene und extrem gesunde Ernährungsweise. War auf jeden Fall interessant auch für mich, das auszuprobieren. Und nicht zu vergessen, das Allerwichtigste, bleib stabil.